Hallo ihr Lieben, ich bin es, Silvi von Snebo Handmade. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr diese süßen kleinen Bienchen machen könnt. Entweder ihr benutzt einmal Baumwolle und eine Häkelnadel in Größe 2,5 mm. Dann habt ihr hier so eine kleine Mini-Version. Richtig süß und niedlich, hat hier so ganz, ganz kleine Flügelchen. Ob die sie überhaupt halten, das wissen wir nicht. Oder ihr nehmt einmal Chenilgarn und eine Häkelnadel in Größe 4 mm. So ist sie dann etwas natürlich dementsprechend größer. Ich habe jetzt hier Augen in Größe 12 mm genommen. Also ihr könnt wählen zwischen 12 und 14 mm. Das würde hier klappen. Und hier könnt ihr auch wählen zwischen 7 und 8 mm Stärke, je nachdem, was ihr so euch vorschwebt. Ich zeige euch jetzt eben noch ein paar andere Muster, die ich gemacht habe. Also hier habe ich einmal eine gemacht in Wassermelonenfarbe. Das heißt also, das Rote habe ich wie das Gelbe bis hierhin gehäkelt. Habe jetzt hier nur einen Farbwechsel zu Weiß gemacht und dann wieder den Rest, den ich hier bunt noch mal gemacht habe, dann einfarbig in Grün, so, und habe hier halt eben so kleine Kerne, Wassermelonenkerne noch hingemacht. So sieht sie dann in so einer süßen Wassermelonenform aus. Ihr habt das ja, glaube ich, schon alles vorher in meinem Video gesehen, in diesem Short gesehen bei YouTube. Und hier habe ich auch noch einmal Wassermelonenfarben in so pastellfarbigen Ton. Das heißt also, hier ist so ein ganz helles Grau. Und dann halt eben so ein helleres Rosa. Sieht ganz niedlich aus, ob in klein, jetzt sage ich mal für ein Mobile oder hier in groß. Ganz, ganz süß. Und es ist auch wirklich schnell gehäkelt. Das heißt also, da braucht ihr keine Bedenken haben. Ich häkel das jetzt einmal in Chenil, aber wie schon gesagt, ihr könnt natürlich auch in Baumwolle häkeln. Je nachdem, wie es euch lieber ist. Die Anleitung gibt es bei mir bald im Etsy-Shop. Da gibt es jetzt die letzte Testphase. Das heißt also, ich glaube, es fehlt nur noch eine Korrektur. Und dann werde ich das natürlich auch bei Etsy wieder hinstellen, sodass ihr dann auch die Möglichkeit habt, die Anleitung zu kaufen. Im Laufe der nächsten Woche wird das dann halt eben passieren. So, wir fangen als erstes einmal an mit den Armen. Das heißt also, ich habe hier schon mal drei Arme bzw. Beine gehäkelt. Die Arme und Beine sind gleich gehäkelt. So, das heißt also, da brauchen wir einfach Arme und Beine, insgesamt 4 Stück. Für das Garn benutze ich hier einmal wieder Leami. Und das ist der Farbton jetzt hier einmal in 119. Und hier einmal diesen gelben Farbton auch von Leami. Da weiß ich jetzt gerade aber nicht die Nummer. Das schreibe ich euch aber dann auch nochmal rein. Achso, und ich kann euch nochmal eben kurz die Größe noch zeigen. Das ist einmal in Chenil, ist sie mit den Fühlern jetzt 24 cm lang und an der breitesten Stelle am Kopf so 12 cm. Und in klein ist sie mit Fühlern, sagen wir 10 cm und vielleicht so um die 5 cm breit an der breitesten Stelle. So, dann haben wir das auch schon einmal. Ups, jetzt muss ich mir mal die Wolle schnappen, die ist jetzt runtergefallen. So, jetzt fangen wir einmal an mit 6 festen Maschen in den Maschenring. So, ich mache jetzt wieder 2 Luftmaschen und mache in die zweite Luftmasche einmal die 6 festen Maschen rein. Dann spare ich mir das mit dem Maschenring. Das ist mit dem Zuziehen immer, oft geht das schief. 3, 4, 5 und 6. Jetzt machen wir einmal eine Kettmasche in die erste feste Masche. So. Und jetzt machen wir einmal in der nächsten Runde eine feste Masche, eine Verdopplung mal 3. Also eine feste Masche, das ist die erste Verdopplung. Eine feste Masche, das ist die zweite Verdopplung.
Und noch einmal eine feste Masche. Und das ist jetzt einmal die dritte Verdopplung. So, jetzt in der zweiten Runde müsstet ihr jetzt 9 feste Maschen haben. Und in der dritten Runde häkeln wir jetzt die 9 festen Maschen. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, auch mal ein bisschen Wolle, 8 und 9. Ich mache jetzt eben hier so einen Knoten rein und dann lasse ich mal diesen Anfangsfaden verschwinden. Und dann haben wir ein bisschen mehr Freiraum hier. Jetzt machen wir eine feste Masche und eine Abnahme, auch wieder dreimal. Eine feste Masche, eine Abnahme, eine feste Masche. Jetzt kommt die zweite Abnahme. Und eine feste Masche. Jetzt kommt die dritte Abnahme. So, jetzt häkelt ihr 3 Runden lang mit jeweils 6 festen Maschen und danach sehen wir uns gleich wieder. 3 Runden mit jeweils 6 festen Maschen. So, jetzt habt ihr die 3 Runden gemacht. Jetzt füllen wir so ein bisschen die Ärmchen und Beinchen, aber nicht so viel. Eher eigentlich nur die Hand bzw. den Fuß und Richtung Arm bzw. Richtung Bein natürlich weniger, weil sonst würde der einfach der Arm oder das Bein zu viel abstehen, wenn wir das gleich annähen. Jetzt nähen wir das mit, häkeln wir das mit 3 festen Maschen zusammen. Schneiden den Faden etwas länger ab. Machen hier so eine Kettmasche, ne? So. Und jetzt machen wir das gleich so ähnlich mit dem Fühler. Wir machen jetzt einmal 4 feste Maschen in den Maschenring. Das heißt 1, 2 Luftmaschen in meinem Fall. Jetzt machen wir 1, 2, 3, 4. Hierbei ist ein bisschen knifflig, also hier kommt eine Kettmasche hin. Jetzt ist etwas knifflig, weil natürlich bei 4 Maschen es etwas knapp im Maschenring ist. Jetzt verdoppeln wir 4-mal und hierbei müssen wir auch darauf achten, dass wir in der richtigen Masche verdoppeln. 1. 2, jetzt stülpe ich das so ein bisschen schon mal um, 3 und 4-mal verdoppelt. Jetzt machen wir hier 8 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müssen wir eben kurz vorher den Knoten hier reinmachen am Anfangsfaden und das verstecken wir dann auch wieder. Sonst kommen wir gleich nämlich nicht mehr dran im schlimmsten aller Fälle. So, jetzt machen wir einmal 4 Abnahmen. Also es wird wieder eng. Eins, zwei, seht ihr schon, fängt es an. Drei.
Jetzt passt der Finger kaum noch mehr dahin. 4. Und jetzt machen wir 3 Runden mit 4 festen Maschen. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Also ihr häkelt jetzt 3 Runden mit 4 festen Maschen. Bis gleich. So, jetzt habt ihr das einmal gemacht. Jetzt schneiden wir den Faden ab. Und ihr könnt jetzt nach Belieben oder optional beziehungsweise den Fühler etwas füllen, wenn ihr wollt. Ich nehme jetzt so vielleicht, also wirklich nur einen Hauch an Füllwatte und stopfe das eben einfach ein bisschen in den oberen Teil rein. Zwei Fühler auch schon fertig. Also wir brauchen sozusagen 4-mal insgesamt Arme und Beine. Das heißt 2 Arme, 2 Beine, die gleich gehäkelt werden. Und wir brauchen die 2 Fühler. Als nächstes machen wir jetzt einmal den Kopf und den Körper. Aber ich hole mir eben die gelbe Wolle nochmal und dann starten wir mit dem Kopf und dem Körper. Bis gleich. So, wir fangen jetzt einmal an mit dem Kopf. Wir machen 6 feste Maschen in den Maschenring. Ich mache wieder meine 2 Luftmaschen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Jetzt mache ich einmal hier eine Kettenmasche hin. Das ein bisschen hinten zu. Jetzt machen wir 6 Verdoppelungen. Das heißt, erste Verdoppelung, zweite Verdoppelung, dritte Verdoppelung, vierte Verdoppelung, fünfte. Und hier einmal die 6. Jetzt machen wir eine feste Masche, eine Verdoppelung mal 6. Das heißt, eine feste Masche, erste Verdoppelung, eine feste Masche, zweite Verdoppelung, eine feste Masche, dritte Verdoppelung, eine feste Masche, vierte Verdoppelung, eine feste Masche, fünfte und eine feste Masche, sechste Verdoppelung. So, als nächstes machen wir das jetzt ein bisschen anders als sonst. Jetzt machen wir eine feste Masche, eine Verdoppelung mal 6. Ne, eine feste Masche, eine Verdoppelung, eine feste Masche mal 6. So, jetzt habe ich es. Das heißt also, eine feste Masche, eine Verdoppelung, eine feste Masche. Jetzt wieder eine feste Masche, eine Verdoppelung, eine feste Masche. Das ist das zweite Mal, ne? Eine feste Masche, eine Verdoppelung, eine feste Masche. Das ist das dritte Mal. Eine feste Masche, eine Verdoppelung, eine feste Masche, das ist das vierte Mal. Eine feste Masche, eine Verdoppelung. Eine feste Masche ist das fünfte. Und jetzt das letzte Mal. Eine feste Masche, eine Verdoppelung. Und eine feste Masche, das ist das sechste Mal. So, als nächstes machen wir jetzt einmal 3 feste Maschen und eine Verdoppelung. Das heißt also 1, 2, 3 feste Maschen, erste Verdopplung,
Wir machen das 6 Mal insgesamt. 1, 2, 3 feste Maschen, zweite Verdopplung. 1, 2, 3 feste Maschen, dritte Verdopplung. Hoppla. 1, 2, 3 feste Maschen, vierte Verdopplung. 1, 2, 3 feste Maschen, fünfte Verdopplung. Und 1, 2, 3 feste Maschen. So, und hier einmal die letzte Verdoppelung. Jetzt müsstet ihr einmal 30 feste Maschen in dieser Runde haben. Und jetzt häkelt ihr selbstständig 3 Runden lang 30 feste Maschen. Das heißt also, in jede dieser Maschen einfach eine feste Masche. Und das macht ihr 3 Runden lang. Und dann sehen wir uns gleich danach wieder. Also 3 Runden mit 30 festen Maschen. Bis gleich, ihr Lieben. So, jetzt habt ihr einmal die 3 Runden mit jeweils 30 festen Maschen gemacht. Jetzt machen wir einmal die Wangen links und rechts an der Bienensummi. Und dafür machen wir jetzt einmal 5 Verdoppelungen direkt hintereinander. Das heißt, erste Verdopplung, zweite Verdopplung, dritte Verdopplung, vierte Verdopplung und die fünfte Verdopplung. Und jetzt machen wir einmal 10 feste Maschen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt machen wir nochmal 5 feste Maschen, die wir verdoppeln. Erste Verdopplung, zweite Verdopplung, dritte Verdopplung, vierte Verdopplung, fünfte Verdopplung und jetzt machen wir erneut 10 feste Maschen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Als nächstes machen wir jetzt einmal 2 Runden mit jeweils 40 festen Maschen. Das heißt, ihr häkelt jetzt selbstständig 2 Runden mit 40 festen Maschen und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habt ihr einmal diese 2 Runden mit 40 festen Maschen gemacht. Als nächstes machen wir jetzt einmal wieder Abnahmen. Das heißt also, wir machen jetzt 5 Abnahmen. 1. 2, 3, 4, 5, 10 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt machen wir noch mal 5 Abnahmen. Das ist die erste Abnahme. Das ist die zweite Abnahme.
Das ist die dritte Abnahme. Das ist die vierte Abnahme. Das ist die fünfte Abnahme. Und jetzt machen wir wieder 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, jetzt haben wir das einmal gemacht. Jetzt sind wir wieder bei 30 festen Maschen angekommen. Und jetzt machen wir eine Runde mit 30 festen Maschen. Das heißt, ihr macht jetzt selbstständig eine Runde mit 30 festen Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, in dieser Runde machen wir jetzt einmal 3 feste Maschen und eine Abnahme und das machen wir 6 Mal. Das heißt 1, 2, 3 feste Maschen, erste Abnahme, dann 1, 2, 3 feste Maschen, zweite Abnahme. Dann 1, 2, 3 feste Maschen, die dritte Abnahme. 1, 2, 3 feste Maschen, die vierte. Und 1, 2, 3 feste Maschen, die fünfte. Und 1, 2, 3 feste Maschen, die sechste Abnahme. So. Als nächstes machen wir einmal die Sicherheitsaugen rein. Das heißt also in Baumwolle natürlich 7 bis 8 mm groß. In Chenille machen wir jetzt 12 bis 14 mm groß. Ihr nehmt jetzt von dem runden Beginn die gegenüberliegende Seite, um die Augen reinzumachen. Das heißt also nicht hier machen wir die Augen rein, sondern auf dieser Seite. Das lässt sich damit erklären, dass hier am Ende gleich die Farbwechsel kommen in Braun, sodass das die Rückseite wird, wo wir das auch ein bisschen mit den Flügeln ein bisschen kaschieren können. Deshalb kommen die Augen nach vorne, damit sie natürlich den Farbwechsel nicht auf der Vorderseite, damit der Farbwechsel nicht auf der Vorderseite ist. So, jetzt nehmen wir einmal in der achten Runde vom Kopf gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 3 Maschenabstand. Das heißt, ich gucke mal eben kurz, dass ich das da rein tue. Ich glaube, es ist wahrscheinlich hier ungefähr schon richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3 Maschen Abstand zueinander. So, machen wir die einmal fest. Kommen hinten die Deckelchen drauf und dann werden die nochmal angezündet. Ihr kennt das ja alle. So. So. So.
So, dann haben wir das auch schon fertig. Als nächstes machen wir jetzt einmal eine feste Masche, eine Abnahme mal 8. Das heißt, eine feste Masche, die erste Abnahme. Eine feste Masche, die zweite Abnahme. Eine feste Masche, eine Abnahme, das ist die dritte Abnahme. Eine feste Masche, die vierte Abnahme. Eine feste Masche, die fünfte Abnahme. Eine feste Masche, sechste Abnahme. Eine feste Masche, die siebte Abnahme. Eine feste Masche und die achte Abnahme. So, wir können jetzt langsam auch schon den Kopf anfangen zu füllen. Ich mache das jetzt gleich einmal. Und jetzt machen wir als nächstes 16 feste Maschen. Das heißt also, wir häkeln jetzt normal 16 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So, jetzt fangen wir an, wieder eine feste Masche einmal verdoppeln zu machen und das machen wir mal 8. Eine feste Masche, erstes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, zweites Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein drittes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein viertes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein fünftes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein sechstes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein siebtes Mal verdoppeln. Eine feste Masche, ein achtes Mal verdoppeln. Ich muss mal eben kurz hier eine Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen den Kopf gefüllt und jetzt als nächstes mache ich einmal zwei feste Maschen und einmal verdoppeln mal 8. Dann kommen wir auf 32 feste Maschen. Das heißt also 1, 2 feste Maschen, erstes Mal verdoppeln, dann 1, 2 feste Maschen, zweites Mal verdoppeln, 1, 2 feste Maschen, ein drittes Mal verdoppeln. Eins, zwei feste Maschen, ein viertes Mal verdoppeln. Dann haben wir eins, zwei feste Maschen, ein fünftes. Eins, zwei feste Maschen, zwei feste Maschen, ein sechstes. Eins,
Zwei feste Maschen ein siebtes Mal verdoppeln. Und eins, zwei feste Maschen ein achtes Mal verdoppeln. So, jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt kommt die Stelle, wo wir jetzt anfangen, den Farbwechsel zu machen. Das heißt also, wie ihr jetzt seht, ist das hier einmal auf der Rückseite am Rücken und jetzt wollen wir einmal das braune Garn benutzen. Das Gelbe könnt ihr da lassen, weil wir das gleich auch wieder nutzen werden. Also könnt ihr einfach hängen lassen und das braune Garn jetzt einmal hier reinfädeln und einmal kurz tauschen. Jetzt machen wir zwei Runden mit 32 festen Maschen. Das heißt, ihr häkelt jetzt selbstständig zwei Runden mit 32 festen Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach den zwei Runden mit jeweils 32 festen Maschen wechseln wir von der braunen Farbe wieder auf die gelbe Farbe. Das heißt also, hier einmal wieder durchziehen, hier festmachen, den braunen lassen wir noch da. Und jetzt häkeln wir erneut zwei Runden mit jeweils 32 festen Maschen und sehen uns danach gleich wieder. Also ihr häkelt jetzt selbstständig nochmal zwei Runden mit jeweils 32 festen Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habt ihr die 32 Runden, zwei Runden mit 32 festen Maschen mit Gelb gemacht. So rum. Jetzt wechseln wir einmal wieder zu Braun. Auch wieder genau das gleiche. Den gelben Faden lassen wir wieder einfach nur hängen. Jetzt machen wir nochmal zwei Runden mit 32 festen Maschen. Das heißt also jetzt nochmal zwei Runden mit 32 festen Maschen häkeln. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.